Kochen und Backen 18.07.2018 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube. 12 Wittel 11 Knoblauchzehe 1250 Gramm Lachsfilet Fleak in der Naht getaut Klammer zu 02 Esslöffel Pflanzencreme 250 Milliliter Ebinherz gleich RA Creme Fin zum Kochen 15% Klammer zu E gleich 500 Gramm Gesalz 0 Pfeffer 0 Muskat N 300 Gramm Nudeln Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken E Lachsfilet in größere Würfel schneiden. Zwiebel in einem Topf in 1 Esslöffel heißer Pflanzencreme kurz anschwitzen und mit Kochhemme ablöschen. Unaufgetauten Spinat und Knoblauch zugeben, aufkochen und bei mittlerer Hitze 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, EE4R und etwas Muskat abschmecken. 3% RE in kochendem Salzwasser nach KI Gleichgehengabe bis festgaren. Abgießen. Lachs in einer Pfanne in restlicher heißer Erde braten, salzen und pfeffern, Wirbtudeln und Spinat vermischen. N1 Kopf Lolo Rosso 11 Kopf Lolo Bianco E 125 Gramm Kirschtomaten 1,5 Bund Schnittlauch T 50 Gramm Cranberries 5 Esslöffel Pflanzencreme 1 Prise Zucker K. 150 Gramm fettarme Creme Freiche Klammer auf zum Beispiel Rama Creme Fin wie Creme Freiche Klammer zu I 2 Esslöffel Apfelsaft F 2 türkische Lire Meerrettich Klammer auf Glas Klammer zu E Salz Tee Pfeffer 1300 G Putenbrustfilet 8 Scheiben Baguette 1 Blatt Salate in Stücke zupfen Tomaten halbieren Schnittlauch in feine Ringe schneiden Cranberries in einer Pfanne in 2 Esslöffel heißer L-Pflanzencreme 3 Minuten braten, mit Zucker bestreuen und karamellisieren lassen. Fettarme Cremefreiche mit Apfelsaft und Meerrettich verrühren salzen, pfeffern, Cranberries unterheben. 2 Fleisch in Streifen schneiden in der Pfanne in restlicher heißer Pflanzencreme braten, salzen und pfeffern. Alles mit Cranberry-Dressing vermischen und anrichten. Dazu Baguette servieren. Zutaten für 4 Portionen 1250 g Magerquark 10.100 ml natürliches Mineralwasser / 1 rote Paprikaschote 1 Bund Petersilie gleich Salz P Pfeffer 1 türkische Lira Paprikapulver 800 Gramm Fleischtomaten 11 Beutel Würzmischung für Wiener Schnitzel Klammer auf zum Beispiel Knorr 2 Esslöffel Olivenöl K 8 Scheiben Baguette Quark mit Mineralwasser verrühren Pappenlitz-G-Schote entkernen und klein würfeln Petersilie hacken, beides unter den Quark mischen. Dim mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecke. Tomaten in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Würzmischung für Wiener Schnitzel AT einen Teller geben und Tomaten, darin wenden unterstrich 3JE 1 Esslöffel Öl, in einer beschichteten Pfanne E hitzen und Tomatenscheiben darin in 2 Portionen ca. 2 Minuten pro Seite, braten. Kurz auf Kilogramm Chenpapier abtropfen lassen und mit Quark du auf Tellern anrichten. Dazu Baguette servieren unterstrich L. Bunte Gemüsepfanne Zutaten für 4 Portionen 1 2 rote Zwiebeln 11 Knoblauch CP 2 gelbe Paprikaschoten D 2 rote Paprikaschoten R 1 rote Chilischote D 500 Gramm Zucchini F 400 Gramm Kirschtomaten C 4 bis 5 Esslöffel Olivenöl I Zäpfchen Gemüsebouillonpaste Klammer auf zum Beispiel Knorr Klammer zu Pfeffer 14 Stiele Oregano Tee 8 Stiele Thymian 500 Gramm gekochter Rez 1 Zwiebeln schälen, in Spalten schneiden, Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden, Paprika in Stücke schneiden, Chili feinwürfeln, Zucchini in Scheiben schneiden, Tomaten halbieren, 2 Zwiebeln und Knoblauch in heißem Öl anbraten, Paprika, Chili und Zucchini zufügen und mitbraten. Beide Töpfchen Gemüsebouillonpaste in 400 ml heißem Wasser auflösen, zum Gemüse geben und 5 bis 8 Minuten schmoren lassen. Tomaten zufügen und kurz mitschmoren. Gemüsepfanne mit Pfeffer abschmecken und mit gehackten Kräutern bestreuen. Dazu Reis servieren.
Fischpilzauflauf Ruta, EFR 4 Portionen 11.110 Gramm Filet, Klammer auf zum Beispiel Kabeljau, Klammer zu, N-Salz 1, Pfefferfett für Reform 400 Gramm kleine Champignons, 3 Frühlingszwiebeln E 2 Esslöffel, Pflanzencreme 1250 Milliliter Kochcreme 11 Exaliter. Paniermehl 12 Beutel Kartoffelpüree, Klammer auf zum Beispiel Pfennig, Klammer zu, IF Fischfilet salzen, pfeffern und in eine gefettete Auflaufform legen. Champignons säubend je nach Größe halbieren. Frühlingszwiebeln raschen putzen und in Ringe schneiden. Pflanzencreme in einer Pfanne erhitzen, Pilze gar 10 Minuten dünsten. Frühlingszwiebeln geben und 5 Minuten mit dünsten. Kochcreme Guru 9er. Kurz aufkochen, mit Salz und Pfeffertee 3 Stühnecken und über das Fischfilet gießen. Mit 4 Mehl bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei DOG-Grad ca. 20 Minuten backen. 3 Kartoffelpüree nach Packungsangabe mit Wasser zubereiten und zum feuriger gegrillter Schafskäse vegetarisch ist langweilig. Von wegen. Denn mit der richtigen Würze braucht es auch auf dem Grill garantiert kein Fleisch. I größer als zuerst den Rosmarin waschen, trocken tupfen, Nadeln abzupfen und grob hacken. Dann die Tomaten in Streifen und die Peri-Peri in Ringe schneiden. Grünen Pfeffer in einem Sieb gut abtropfen lassen. Öl, Tomaten, Peri-Peri, Pfeffer und Rosmarin mischen und über den Schafskäse geben. Circa eine Stunde marinieren, dabei Gelegerit wenden. Nach dem Marinieren, jetzt wird's heiß, nun die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Zwiebelringe in 4 Aluschalen verteilen, mit je etwas Salz, Pfeffer und Zucker bestreuen, je eine Scheibe Schafskäse mit Marinade darauf geben, mit Alufolie zugedeckt ca. 8 Minuten grillen oder im vorgeheizten Backofen, Klammer auf E bis H Erd, 200 Grad Schrägstrich Umluft, 175 Grad Schrägstrich Gas, Stufe 3 Klammer zu, ca. 10 Minuten backen, zum Abschluss das Brot auf dem Grill rösten. Oliven fein hacken, die Scheiben mit je einem Teelöffel Pesto bestreichen und mit Oliven bestreuen. Schafskäse und Zwiebeln auf Tellern anrichten, Röstbrot dazu reichen. Zutaten für 4 Portionen 1400 g Pappardelle 1 Salz 1 3 Scheiben Ingwer 1120 g kleine feste Champignons 1100 g Getter. Tomaten, Klammer auf in Öl, Klammer zu, 15 Frühlingszwiebeln, 12 Esslöffel Mandelblättchen, 11 Viertel I Gemüsebrühe, Klammer auf ersatzweise Hühnerbrühe, Klammer zu, 12 fein geriebene Knoblauchzehen, 1 11 Zweitel Teelöffel fein geriebener Ingwer, I 1 2 Esslöffel Basilikumblätter, 1 E 2 Esslöffel kalte Butter oder mildes 1 Olivenöl, Klammer zu, mildes Chilisalz, 4 Esslöffel geriebene Parmesan, Pappardelle in reichlich kochendem Salzwasser mit den Ingwerscheiben, etwa 2 Minuten kürzer als auf der Packung angegeben, garen, dabei ab und zu umrühren, in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, Ingwer entfernen, inzwischen Pilze putzen, trocken abreiben und 4 in etwa y 2 cm dicke Scheiben schneiden, Tomaten abtropfen lassen und in etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und schräg in etwa 1,5 cm dünne Ringe schneiden. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten, wieder herausnehmen. Brühe in einer tiefen Pfanne mit Knoblauch und geriebenem in. Zutaten für 2010 bis 12 Stücke 150 Gramm Schokolade, halb bitter, Klammer auf 65% Kakaoanteil, Klammer zu, 1200 Gramm Kuvertüre, zartbitter 350 Milliliter Milch, 8 Esslöffel echter Kakao, 200 Gramm Eiszubereitung für Milch, zum Beispiel Diamant, 50 Gramm Erdnussbutter, creamy eine Schokolade grob hacken. Über dem Wasserbad schmelzen, etwas abkühlen lassen, Kuvertüre grob hacken und separat über dem heißen Wasserbad schmelzen, Ehlmilch in ein hohes Rührgefäß, Klammer auf ca. 1,51 Klammer zu, geben, Eiszubereitung zu geben, mit dem Handrührgerät eine Minute auf niedrigster Stufe verrühren, danach weitere 2 Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. 2 Eismischung halbieren, unter eine Hälfte 4,129 Erdnussbutter, unter die andere die flüssige Schokolade und Kakao rühren,
A. Eine Kastenform, Klammer auf 30 cm, Klammer zu, mit Frischhaltefolie auslegen. Eine Schicht Erdnusseismischung dünn in der Form verstreichen. Etwas flüssige Kuvertüre dünn darauf verteilen. Anschließend eine Schicht Schokoladeneismischung, dann wieder etwas flüssige Kuvertüre. Sofort fahren, bis die Eismischungen und die Kuvertüre aufgebraucht sind. Mit einer Eisschicht enden. Form mit Frischhaltefolie abgedeckt über. 3 Nacht im Gefrierschrank bei minus 18 Grad einfrieren. Zum Servieren auf eine Platte Styrsenfolien entfernen, in Scheiben schneiden. Pfirsiche waschen, entsteinen, 250 Gramm abwiegen und in ein hohes Gefäß, Klammer auf ca. 1,5 i Klammer zu, geben. 125 Gramm Eiszubereitung zugeben, mindestens 3 Minuten mit dem Pürierstab schaumig mixen. Dabei Luft einschlagen, bis ein feiner, cremiger Schaum entsteht. Die Himbeeren waschen, verlesen, 250 Gramm abwiegen und in ein hohes Gefäß, Klammer auf ca. 1,5 i Klammer zu, geben. Den Rest der Eiszubereitung zugeben, anschließend mit der Mischung ebenso verfahren wie mit der Pfirsichzubereitung. Biskuitboden passend zurechtschneiden und auf die Eismischung legen. Eistorte mit Folie abdecken und über Nacht im Gefrierschrank bei minus 18 Grad einfrieren. Zum Servieren Mandeln ohne Fett bei mittlerer Hitze goldbraun rösten. Eistorte vorsichtig aus der Form lösen, auf eine Platte stürzen, Folie entfernen und mit Mandeln bestreuen. Zutaten für 12 bis 14 Stücke 50 Gramm, gehackte Mandeln 1100 g Schokolade, halb bitter, Klammer auf 65% Kakaoanteil, Klammer zu, 50 Gramm weiße Baiser-Tropfen 1350 ml, 200 Gramm Eiszubereitung für Milch, zum Beispiel Diamant 50 Gramm Haselnuss-Krokant B 100 ml Sahne 0,5 g. Vanillezucker, eine Mandeln ohne Fett goldbraun rösten. Schokolade bis auf 1 bis 2 Esslöffel und Baiser-Gru packen. Milch in ein hohes Rührgefäß, Klammer auf ca. 1,51 Klammer zu, geben. Eiszubereitung zugeben, mit einem Handrührgerät eine Minute vorsichtig auf niedrigster Stufe verrühren. Danach weitere 2 Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. Mandeln, Schokolade, Baiser und Krokant, mit dem Handrührgerät unterrühren. Eine Springform, Klammer auf 24 cm 0 Klammer zu, mit Frischhaltefolie oder Backpapier, auslegen, Eismischung hineinfüllen und glatt streichen. Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht im Gefrierschrank bei minus 18 Grad einfrieren. Aus der Form lösen, auf eine Platte Styrsenfolien entfernen. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen, Eistorte mit Sahnetupfen und gehackter Schokolade verzieren. 21 Zutaten 12 Tee 4 Stücke Vieh 30 Gramm Butter 150 Gramm Karamellgebäck Vieh 1 bis 2 reife Bananen 200 Gramm Vanillejoghurt 200 Gramm Eiszubereitung für Joghurt, zum Beispiel Diamant 100 ml Karamellsoße 1 Banane 1 Esslöffel echter Kakao eine Springform, Klammer auf 24 cm 0 Klammer zu, mit Frischhaltefolie oder Backpapier, auslegen, Butter schmelzen. Gebäck in einem Blitzhacker, Klammer auf oder in einem Gefrierbeutel mit Hilfe eines Nudelholzes, Klammer zu, fein zerkrümeln. Gebäckkrümel mit geschmolzener Butter mischen in der Springform verteilen und andrücken. Kalt stellen. Bananen fein zerdrücken. 150 Gramm Bananenpüree mit Joghurt in ein großes, schmales Rührgefäß, Klammer auf ca. 1,51 Klammer zu, geben. Eiszubereitung zugeben, mit dem Handrührgerät eine Minute auf niedrigster Stufe verrühren, weitere 2 Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen, 6 bis 7 Esslöffel Karamellsoße auf dem Krümelboden verteilen, restliche Karamellsoße mit einer Gabel durch die Eismischung ziehen, Eismischung auf dem Boden verteilen mit Frischhaltefolie, abgedeckt über Nacht bei minus 18 Grad einfrieren. Zum Servierer mit einem Messer vorsichtig aus der Form lösen, auf eine Platte stürzen und Folien entfernen, Banane schälen und in Scheiben schneiden, Banoffee mit Kakao bestäuben und mit Bananenscheiben verzieren.
Zutaten für 2 Portionen 020G Ingwer, 250 Gramm China-Kohlblätter, 1100 G Ananas, 11 Esslöffel Öl, Klammer auf, zum Beispiel Kokosöl, Klammer zu, 200 Milliliter Kokosmilch, Light, eine türkische Liga Matcha-Pulver, Klammer auf, gemahlene japanische Grüntee, Klammer zu, Salz 0, Pfeffer aus der Mühle, 100 Gramm Nudeln, Klammer auf, 10 Kochzeit. Zum Beispiel Farfalle, Klammer zu, 1150 G Krabben, Klammer auf, vorgegart und geschält, Klammer zu, ne Streifen schneiden, Ananas schälen falls nötig, vom Strunk befreien und klein würfeln, 2 Öl in einem großen Topf erhitzen und Ingwer kurz darin andünsten, mit Kokosmilch und 200 ml Wasser ablöschen, das Matcha-Pulver einrühren und alles mit Salz und Pfeffer würzen. Nudeln dazugeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 7 Minuten garen, dabei hin und wieder umrühren. 2 China-Kohlstreifen, Ananas und Krabben, 42 untermischen und alles etwa 3 Minuten weiter garen, bis die Nudeln bis fest und alle Zutaten heiß sind. Tipp, statt Krabben schmeckt auch fein gewürfeltes Fischfilet sehr gut. Vegetarier können den Tropenwanpot mit 120 Gramm Tofu statt mit Krabben zubereiten. Zutaten für 2 Portionen, eine Zwiebel, 11 Knoblauchzehe, 200 Gramm Fetto, Klammer auf, fermentierter Naturtofu, Klammer zu, 1 und Suppengrün, 1 kleine Fenchel, / 6 Thymianzweige, 12 Esslöffel, nicht natives Olivenöl, 1 Salz, 1 Pfeffer aus der Mühle, / eine türkische Liga Paprikapulver, edelsüß, 2 türkische Liga Tomatenmark, 1200 g stückige Tomaten, Klammer auf, AD Dose, Klammer zu, 150 ml Gemüsebrühe, 150 Gramm Spaghetti, 50 Gramm Parmesanspäne, Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln, Fetto in kleine Würfel schneiden oder fein hacken, Suppengrün und Fenchel erstens waschen, in kleine Würfel schneiden, Thymian waschen und Blätter fein hacken, 1 Öl in eine Pfanne erhitzen, Zwiebel andünsten, Fetto zugeben mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver kräftig würzen, bei mittlerer Hitze ca. 2 andünsten, Gemüse und Knoblauch zufügen, 2 bis mitbraten, Tomatenmark zugeben, kurz andünsten, Tomatenstücke und Brühe zufügen, unterrühren, aufkochen, Thymian zugeben, offen bei schwacher Hitze ca. 15 köcheln lassen, Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen, abgießen, ca. 5 Esslöffel Kochwasser auffangen, falls die Bolognese zu stark eingekocht ist, mit etwas Kochwasser verdünnen, salzen, pfeffern, mit den Nudeln anrichten, mit Parmesan und nach Belieben mit Oregano bestreuen. Zutaten für 2 Portionen, 11.150 Gramm Karotten, geputzt, 250 Gramm Staudensellerie, geputzt, Meersalz, 1125 Gramm Sahne, 11 Esslöffel Honigsenf, schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen, 1 Esslöffel Essig, 14 Eier, Klammer auf, L, Klammer zu, 12 Esslöffel Olivenöl zum Braten, 160 Gramm rote Paprika, dünn geschält, fein gewürfelt, frische Kräuter. 1 Karotten und Sellerie mit Sparschäfer in dünne, lange Streifen schneiden. Gemüsestreifen im kochenden Salzwasser blanchieren. Dann in ein Sieb abgießen und 2 in Eiswasser geben. Wieder abgießen und gut abtropfen lassen. Sahne, Senf und etwas Salz und Pfeffer in einem Topf aufkochen, vom Herd nehmen. 2 für die Eier Wasser in einen flachen, breiten Topf füllen, Essig zugießen, zum Kochen bringen. Auf niedrige Hitze stellen, Eier einzeln in Schälchen aufschlagen, durchrühren, einen leichten Wirbel im kochenden Wasser erzeugen, Eier nacheinander hineingeben, 3 bis ziehen lassen, mit Schaumkelle herausnehmen, auf einem mit Küchenpapier ausgelegten Teller abtropfen lassen, 3 parallel zur Eiergarzeit Öl in eine kalte Pfanne geben, auf mittlerer Stufe erhitzen, Gemüsestreifen zugeben, eine bis garen, dabei 1 bis 2 mal wenden. Gemüsenudeln auf Teller verteilen, pochierte Eier darauf anrichten, Gericht mit Senfsoße beträufeln, Paprikawürfel darüber streuen, mit Kräutern garnieren. Zutaten für 12 Stücke für den Tetk, 150 Gramm Magerquark, 6 Esslöffel Milch, 6 Esslöffel Öl, 150 Gramm brauner Zucker, Klammer auf, zum Beispiel Diamant, Klammer zu, 1 Pk. Vanillezucker E-Salz 1 mal 10 hoch 1400 g Mehl D1 pk,
Backpulver Fu 200 Gramm rotes Johannisbeergelee Paragraph B 3009 rote Johannisbeeren NJ 1 bis 2 Esslöffel brauner Zucker 209 Butter J zum Verzehr 1 bis 2 Esslöffel rotes Johannisbeergelee 1 kleine Zwiebel 1 16 Stangen grüner Spargel 1 4 Knollen Sellerie 1 1 Möhre 150 Gramm frischer Ingwer 12 Stängel Zitronengras 11 Stange Lauch 1 türkische Lira Korianderkörner 1800 ml Geflügelfond Klammer auf Glas Klammer zu 1,3 Kilogramm Putenbrust 100 Milliliter Sojasauce D 3 Esslöffel Honig 2 Esslöffel Sesamöl 150 Gramm Reisnudeln Salz 1 Esslöffel Rapsöl 1 einige Kerbelblätter unterstrich MN 1 Zwiebel schälen und hacken. Spargel waschen am unteren Drittel schälen, von holzigen Enden, befreien und in Stücke schneiden. Knollensellerie Möhre und Ingwer schälen und klein schneiden. Zitronengras und Lauch waschen putzen und ebenso klein schneiden. Korianderkörner im Mörser grob zerstoßen. Knollensellerie und Lauch in einen Bräter geben. Geflügelfond mit Ingwer, Zitronengras und zerstoßenem Koriander verrühren und über das Gemüse gießen. Putenbrust darauf legen. Sojasauce mit Honig und Sesamöl vermischen und Putenbrust roh mit einpinseln. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad auf Rehontagrierschiene 45 bis 60 Minuten garen und zwischendurch das Fleisch immer wieder mit der Honigmarinade bestreichen. Herausnehmen warm halten und der Bratensaft durch ein Sieb gießen. 3 Reisnudeln in köchelndem Salzwasser nach Packungsangabe garen. Abgießen. Rapsöl in eine Pfanne erhitzen und Zwiebel, Spargel und Möhre darin scharf anbraten. 200 Liter Bratensaft zugießen und alles gut durchschwenken. Putenbrust in Scheiben schneiden mit Reisnudeln 5 und Gemüse auf Tellern anrichten und restlicher Bratensaft darüber träufeln. Mit Kerbel garnieren. Himbeerpfannkuchen 100 Gramm Weizenmehl, Klammer auf am besten zur Hälfte Vollkornmehl nehmen, Klammer zu 25 Gramm Sojamehl, eine türkische Lira Backpulver, etwas Salz, Zimt, 2 Esslöffel Zucker, 250 Milliliter fettarme Milch zu einem dickflüssigen glatten Teig verrühren. Pfannkuchen in 2 Esslöffel Avocadoöl, Klammer auf Reformhaus, Klammer zu, goldgelb ausbacken. Mit 50 Gramm Fruchtaufstrich und 150 Gramm frischen Himbeeren anrichten. PP 4 Barbecue-Burger Zutaten für 4 Portionen 1 kleine Zwiebel 2,300 Gramm gemischtes Hackfleisch 150 Gramm Paniermehl 1 Eisalz Pfeffer Paprikapulver 1 2 große Tomaten 150 Gramm Salatgurke 1 Gemüsezwiebel 1 kleiner Kopf Römersalat 4 Burgerbrötchen 8 Esslöffel Barbecue-Chili-Soße Klammer auf zum Beispiel Knorr Klammer zu Zwiebel schälen und feinwürfeln. Hackfleisch mit Zwiebel, Paniermehl, Ei, Salz, Pfeffer und Paprikapulver verkneten und zu 4 flachen Frikadellen formen. Fleisch auf dem heißen Grill vor jeder Seite grillen, bis es gut durch ist. Tomaten und Gurke waschen und in Scheibe schneiden. Gemüsezwiebel schälen und Eierringe schneiden. Salat waschen und putzen. Burgerbrötchen aufschneiden und kurz auf dem Grill anrösten. Jedes mit Barbecue-Chili-Soße bestreichen und mit Salat, Frikadelle, Zwiebelringen, Tomaten und Gurkenscheiben belegen. 8 Himbeer-Buttermilch, Zutaten für 4 Portionen Erdenwirn-Heersirup, Klammer auf am besten 2 Tage vorher ansetzen, Klammer zu, 1500 Gramm Himbeeren, 1500 Gramm Sirupzucker, Klammer auf zum Beispiel Diamant, Klammer zu, leer den Shake P11 Buttermilch, 1200 ml Milch, 5 4 Esslöffel Lidbettensaft B 150 Milliliter vorbereiteter Himbeersirup I für den Himbeersirup die Beeren mit 250 Milliliter Wasser, im Topf aufkochen und 8 bis 10 Minuten fünf bei mittlerer Hitze köcheln. Abkühlen lassen. Beerenmasse mit Sirupzucker verrühren, bis er sich der Zucker auflöst. Danach über Nacht abgedeckt bei Raumtemperatur stehen lassen. 3 Himbeersirup durch ein Safttuch oder feines Sieb abseilen, im Topf aufkochen und unterrühren 3 bis 4 Minuten sprudelnd kochen. Sofort in Eis ausgespülte Flaschen füllen und verschließen. Für den Shake die Buttermilch mit Milchlimettensaft und 150 ml vom abgekühlten Hirn-Eersirup vermischen.
in Gläsern servieren. Putenspieße mit Gremolata 2 Holzspieße 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen. 1/2 Bund Petersilie waschen und fein hacken. 1 Knoblauchzehe würfeln, Schale von 1/2 Bio-Zitrone abreiben. Die Zutaten mischen. 350 Gramm Hähnchenbrustfilet in Würfel schneiden, in 1 Esslöffel Rapsöl wenden, salzen, pfeffern und auf die Spieße stecken. 4 Minuten grillen oder in der Pfanne braten. Die Gremolata über die Spieße geben. Pp. Steak Risotto 125 Gramm Steak Pilze putzen und in Streifen schneiden. 1/2 Zwiebel würfeln. Beides in 1 Esslöffel Olivenöl dünsten, 125 Gramm Risotto Reis zufügen, 5 Minuten dünsten. 250 Milliliter Gemüsebrühe dazu gießen, 15 Minuten köcheln lassen. 100 Gramm Cocktailtomaten halbieren, zufügen. L-2 Bund Petersilie haken, zufügen. Weitere 5 Minuten köcheln. 75 Gramm Pflanzencreme, Klammer auf zum Beispiel Ramagrenefin, Klammer zu, zufügen, salzen, pfeffern und mit 25 Gramm geriebenem Parmesan bestreuen. Pp 434 Kilokalorien. Mini-Macaroni-Salat 160 Gramm Mini-Macaroni, Klammer auf zum Beispiel 3 Glocken, Klammer zu, in Salzwasser bis fest kochen und abkühlen lassen. Eine Schalotte in Ringe schneiden. 1/2 Römer-Salat waschen und in feine Streifen schneiden. 1/2 Gurke der Länge nach halbieren, entkernen und in Scheiben schneiden. Je 1/2 Mango und Papaya schälen und in Würfel schneiden. 2 Esslöffel Rapsöl, 2 Esslöffel Hirnbeeressig, 1 türkische Lira Honig, Salz, Pfeffer und 1 türkische Lira Currypulver verrühren und mit den Zutaten mischen. Kalte Melonensuppe. Zutaten für 4 Portionen P2 Cantaloupe oder Honigmelonen, 5 Limonen P 75 Gramm Zucker, 100 Milliliter Schlagcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama-Creme Fin zum Aufschlagen, 19% Fett, Klammer zu, P2 Esslöffel Grenadine P, einige Blättchen Zitronenmelisse, Melonen halbieren, mit einem Kugelaustecher 16 kirschgroße Kugeln ausstechen, Rest des Melonenfleischs aus der Schale lösen und grob würfeln. Limonen heiß abwaschen, trocken tupfen, von 2 Früchten die Schale fein abreiben und von allen Früchten den Saft auspressen. 2 Melonenwürfel Limonensaft und Zucker mit einem Stabmixer fein pürieren. Melonenkugeln zugeben und das Ganze eine Stunde kühlen. 3 Melonensuppe in Schälchen füllen. Schlagcreme und Grenadine mit den Schneebesen des elektrischen Handrührers steif schlagen und als Kleckse auf die Melonensuppe geben. Mit Limonenabrieb und Zitronenmelisse garnieren.